musset bald da sein. Da sein. Es kann echt gar nicht mehr lange dauern. Dauern. Der Bus sollte bald da sein. Da. Wir sitzen alle in dieser scheiß Kneipe fest. Draußen wurde jemand umgebracht. Vielleicht so, dass es um unsere Geschichte geht. Das finde ich irgendwie schön. Wer bist denn du? Ich bin die Regi, Regina könnte ich auch sagen. Ja, ich habe ein paar Jahre lang immer Kräuter gepflückt und die dann gegessen und ganz lange gekaut. Und dann habe ich irgendwann diesen Fisch hier geboren. Jetzt bin ich 74 und immer noch sehr fruchtbar. Ständig unterwegs. Denn was hohl ist, kann gut fliegen und das ist bei dem Fisch so. Und wo kommst du so her? Das frage ich mich schon jahrelang. Ich bin immer unterwegs, weil ich habe eine Tasche. Da sind Sachen drin, das tut aber auch nichts zur Sache. Aber da geht's immer weiter. Ja, mal reingucken. Nee. Das ist wichtig, aber deswegen will ich eigentlich weiter, weil ich verpasse eigentlich einen Anschlusszug. Wie bist du hergekommen? Wieso? Was machst du hier? Na, mit dem Bus bin ich hergekommen. Und suchst du was? Ideen. Ideen für diese Tasche. Und wenn ich dann noch mehr Ideen drin habe, dann sind da mehr Ideen drin. Das ist quasi ein kleines... Das wird noch richtig krass, diese Tasche. Das ist ein großes Universum und viele Sachen passieren. Ich habe einen richtigen Grund, warum ich hier bin. Denn der Fisch, der muss auch irgendwann laichen. Er kann nur an einem einzigen Ort laichen. Und das ist der See am Ende der Wüste in Fredersdorf. Nur dort endet mein Leben. Aber jetzt gibt es die Leiche vor der Kneipe hier. Und die Polizei noch kommt für die ganzen. Ja, wir müssen hier, glaube ich, einfach bleiben. Was mit euch? Ja, ich bin der Zustand. Ich bin zuständig für Dinge. Ich war schon da. Früher war ich mal der Modus. Ich bin jung. Ich bin gestern in meinem Hotelzimmer eingeschlafen. Und bin hier aufgewacht. Und frag mich, was los ist. Wo war das Hotelzimmer? Also ich habe überall alle sämtlichen Fernsehshows moderiert, glaubst du gar nicht? Alle. Bist du Jürgen Drews? Also gut geschlafen? Jürgen. Dann habe ich guten Stoff, hat mich hergeführt. Aber ich habe auch schon mal mir einen Teppich in der Safari geschossen. Was? So, zurück zu euch. Ich glaube, die Polizei kommt. Scheiße. Ich kann euch nicht helfen mit Koffer. Polizei? Oder sind Sie die Polizei? Ja, stimmt. Ich bin seit gestern für die bei der Polizei, weil ich bei der Post bringen. Ja, ja, ja. Richtig. Ich muss konsequent sein. Ich als Autorität bin jetzt dazu wahrscheinlich, bin jetzt in dieser Rolle, dass ich hier was auflösen, strukturieren soll, ist richtig. Ist auch nicht das Finanzamt, ist eine Bar mit vielen eher Statistikern und einer passiv-aggressiven Person, das bemerkt in der Akte. Potenziell gefährlich, wird erstmal in Haft gebracht, inhaftiert. Bitte hinter Gittern gehen, bei welcher Stempel und runter. Ja, die restlichen Personen, wir haben leider keine Ermittlungen in irgendeiner Form anstellen können, da keiner kooperativ ist. Der Geisteszustand ist laut dem psychologischen Gutachten absolut durchschnittlich, durchaus möglich. Reagiert das Individuum auf Reize.
das ist die Frage. Ja, es reagiert auf einen bestimmten Reiz. Die Frage ist, ob es auch auf andere Reize reagiert. Das können wir hier nicht vollumfänglich testen. Bist du Biolehrer oder was? Boah, ich vor 5 Wochen, ja. Ich bin Praktikantin vom Beruf. Kennst du dich über Wasser? Ja. Denk mal deine Rente. Ja. Ich glaube, ich habe jetzt, hab jetzt eine Krise. Ich glaube, ich stelle jetzt gerade mein Leben in Frage und muss leider beurlaubt werden. Damit der Zustand sich ändern kann, gebe ich den Zustand dem Hund zurück. Denn sonst verweilen wir hier für immer. Darf ich eigentlich aus dem Gefängnis jetzt raus? Es gibt gerade niemanden Zuständigen hier, das ist das Problem. Also wenn es eine Zuständigkeit dafür geben würde, würde ich sie gerne, also sie sehen ja nicht gefährlich aus. Alles ist gut, der Zustand hat sich geändert. Wir müssen nur kooperieren. Ja. Miteinander. Oder gegeneinander. Ein Teil der Menschen muss darüber und der andere darüber. Das beinhaltet. Ist da hier der Wartebereich? Wir brauchen eine Autorität. Nein. Sei autoritär. Nein. Sei autoritär. Nee, du bist autoritär. Du bist autoritär. Nee. Das sieht aber süß, was die beiden machen. Ich will aus der Wüste raus. Ich auch. Mann. Was muss man machen, um einen Ort zu verlassen, den man nicht mal richtig benennen kann? Hey, ich will den Eisbär sehen. Den Aggregatzustand verändern. Ist ein Ansatz. Ich habe meinen Vorschlag geändert. Ich sterbe den klassischen Zockertod. Er musste leider gehen. Kam nicht mehr aus dem JavaScript heraus. Er litt darunter, dass die Blöcke vom Himmel fielen. Und er dachte, lieber möchte ich was anderes tun, als immer nur zu spielen. Er schälte sich ein paar Kurven. Dabei war er unachtsam. Oh, dann passierten noch ein, zwei Sachen, die man inzwischen nicht mehr nachvollziehen kann. Und dann kam das. Jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot. Und alle sind traurig. Und leiden mit Jill in Anteilnahme. Die erste Person im Club. Ist er tot, so tot. Jetzt ist er tot, so tot. Wo hat denn die Tür auf? Und das stimmt einen schon traurig. Das ist so schade, um das mal zu bewerten. Jetzt ist er tot. Die Tragik ist es größer als die Magie. Und er musste gehen. Szene nach Jürgens Tod. Ich kann was vorlesen, um uns zu stimulieren. Um mich von meiner Mutter zu befreien, würde ich noch etwas länger brauchen. Etwa zur selben Zeit setzte eine italienische Zeitschrift ein Foto von mir aufs Titelblatt. Was denke ich aussah? Jung, gab's da deinen Fisch schon? Ja, bei Bayer. Ein bisschen kürzer, ein bisschen schuppiger, ein bisschen platter. Aber seit eh und je so weich und freundlich, wie ihr ihn jetzt seht. Aber weniger trächtig, auf jeden Fall weniger trächtig. Aber bald kannst du leichen, mein kleiner Freund. Der Fisch, er fliegt. Wie funktioniert so ein Fisch eigentlich rein biologisch? Er hat eine Wirbelsäule, wie alle Wirbeltiere. Ja. Ausgeprägten Überlebensinstinkt. Ja. Wo ist denn der? Ist der hier drin? Der Überlebensinstinkt. Fisch. Ja, der liegt einmal ganz hier vorne. Ja. Ja. Da vorne. Ja. Ja, einmal beim Untermaul und dann nochmal selbstverständlich unterm Ausscheiden sogar. Ja. Das ist
reinkommt und rauskommt. Genau. Und dazu gehört auch noch dieser Schnipsel. Ja, apropos Leichen da draußen. Waren Sie nicht von der Polizei? Nee, das ist eine krude Verwechslung. Ich habe ja, das ist ja das Zeichen für die Leute, die nichts mit der Polizei zu tun haben. Das ist ja das offizielle Zeichen für Menschen, die nicht im Polizeidienst sind. Und die Menschen geraten dann nicht in Verlegenheit. Sie waren nie bei der Polizei. Wahrscheinlich können Sie mir trotzdem helfen. Ich als Zivilbürger natürlich, ja. Die verstorbene Person vor dem Laden, deswegen bin ich hier. Mein Beileid. Ist nämlich der Teichwart, der ebenso zuständig war um mich und den Fisch in den Abendstunden, in der Nacht, zum See zu bringen. Mhm. Niemand bringt mich zum See jetzt. Mhm. Egal, ob der Bus kommt oder nicht. Das suchen Sie jetzt einen Ersatz noch. Ja. Um 9. Ja, der Fisch muss in der Nacht laichen. Also ich kann mal... Wollen wir nicht einfach zusammen dorthin laufen? Dann laufen wir jetzt zusammen. Kennen Sie den Weg? Nee, aber ich dachte, du kennst ihn. Nein, deswegen gab es den Teichwart. Bin ich von hier, ich bin weit gereist. Also ich habe noch gehört, dass Wölfe immer zum Teich gehen. Okay. Es ist eigentlich eine blöde Idee. Das braucht auch viel Vertrauen. Also der Fisch geht auch nicht mit allen Leuten. Wir müssen den für den Workshop erst ein bisschen. Ja, lass mal einen Vertrauensworkshop machen. Lass dich fallen. Und das Vertrauen war wieder hergestellt. Ja, ey, du bist aber schwer. Du kannst mir Vertrauen geben. Siehst du, jetzt fühlt sich das schon viel besser an, oder? Ich finde, wir haben heute sehr viel geschafft. Vertraue ihm. Vertraue ihm. Vielleicht bist du die Person, die ich mein ganzes Leben... Muss man die Küche rufen? Ja. Was für eine Ausbildung habt ihr eigentlich abgeschlossen? Mein Charakter verändert sich gleich. Na, und ihr habt jetzt Vertrauen gefunden in der Küche oder nicht? Ja, wenn du jetzt schon wieder rumstresst, dann geh mal halt wieder aus der Küche. Das Vertrauen hat sich in Ingwer verwandelt. Ja, dann nimm das mit als Symbol für Vertrauen. Das ist Kurkuma. Wer bist du denn? Kurkuma. Ich war draußen beim Teichwart. Und neben dem Teichwart lag eine zerbrochene Glühbirne. Und ich glaube, es hat was mit dir zu tun, weil du hast den Lampenschirm an. Kann es sein, dass du den Teichwart ermordet hast und du schuld daran bist, wenn der Fisch nie laichen kann? Kann das sein? Weil dann kriegst du es gleich mit seinen Zähnen zu tun. Ich hab dir vertraut. Ich hab dir buchstäblich Vertrauen geschenkt. Habt ihr den anderen, den Jürgen, der Horst heißt? Jürgen ist doch auch tot. Jürgen, habt ihr den mal gesehen mit dem Teichwart? Du hast ihn in den Selbstmord getrieben, Jürgen. Du hast ihn kaputt gespielt. Hast du Gott, jetzt gibt es Selbstjustiz. Gib mir die gelbe Blume. Die Selbstjustiz, die gelbe Blume ist Zeichen der Leute, die es selber in die Hand nehmen. Der wird eliminiert, oder? Ach, er ist nur außer Gefecht gesetzt. Ach so. Darf ich ihn mit einem Stock pieksen? Es ist Zeit zu leichen. Dann. Oh mein Gott, der Fisch leicht. Ich glaube, das ist der Rogen, der jetzt rausfällt. Ach du Scheiße, jetzt sind wir gar nicht beim See. Fuck, fuck. Fuck, fuck, fuck. Okay, ich versuche ihn. Ich halte ihn einfach in meinen Mund. Ah, fuck, fuck, fuck. Der ist auch voll. Ihr halb bewusstloser, toter Typ. Der Fischleich hat ihn wiederbelebt. Oh. Es ist der heilige Fischleich. Okay, vielleicht können wir den anderen Typen, der sich erdrosselt hat, auch noch wiederbelebt. Das wäre großartig. Yeah. Okay, damn. Keine Babys. Ich lebe auch wieder. Ich bin richtig traurig. Ich glaube, alle sind wieder lebendig. Ich belebe noch den Teichwart draußen. Okay, wow, was für ein Happy End. See you. Bye. Vielleicht ging es gar nicht um das Ziel, sondern die Freunde, die wir auf dem Weg gemacht haben. Auf jeden Fall, darum ging es toll. Und wer war jetzt der Mörder? Das ist doch egal. Okay. Scheiß drauf. Hier leben alle. Die Moral von der Geschichte ist, das ist nicht wichtig. Killing friends doesn't matter. Nichts ist wichtig. Nichts ist wichtig. Vielleicht. Können wir nicht einfach wie in allen Filmen nochmal am Ende alle zusammen lachen und dann ist die Handlung auch vorbei? Ja, okay. Ha 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 ha
froh, die Handlung ist in sich geschlossen, logisch. Es ist geschlossen. Und fundiert. Okay. Ja. Jeder hat Zustand jeder. Ist wieder normal. Habt ihr auch eure Kunststudiums-Urkunden mit? Sonst können wir das leider nicht veröffentlichen. Ich dachte, Kunststudium schließt man nicht ab. Nee, Kunststudium ist ein permanenter Prozess. Wenn du nicht im 30. Semester bist, bist du durchgefallen. Ich dachte, das ist nur eine Ausrede, damit man die ganze Zeit auf der Couch sitzen kann und nichts tun kann. Ist BWL Kunst? Kunst war ein Fehler. Es ist doch noch ein bisschen schwerer geworden jetzt am Ende. Ich hab dir gesagt, das hätten wir rausschneiden sollen, aber nicht. Der Bus sollte bald da sein. Da sein. Es kann echt gar nicht mehr lange dauern. Dauern. Der Bus sollte bald da sein. Da sein. Es kann echt gar nicht mehr so lange dauern. Dauern. Meine Augen, die Augen rein. Sand, Sand, Sand. Aber in der Zwischenzeit fällt immer mehr Sand in meine Augen rein. In meine Augen rein. Sand, Sand, Sand. Sand, Sand. Sand.